herzlich willkommen zu dieswöchigen Online-Stunde. Wie versprochen, heute wird es etwas sanfter. Als Hilfsmittel gibt es den Ball, damit wir gleich mal wohl zu Entschluss starten. Und zwar in Rückenlage mit dem Ball unter den Becken. Platziere den Ball genau unter deinem Kreuzbein und lass dein Becken so richtig schwer in den Ball reinsinken. Die Arme lang neben dem Körper ausgestreckt, Füße hüftbreit aufgestellt, Oberschenkel parallel zueinander, schieb die Schultern nochmal weg von den Ohren, kleb deine Schulterblätter vor allem mit ihren Innenkanten richtig schön an deinen Brustkorb an. Gute Verbindung Brustbein schon, wenn du wirst merken, ganz, ganz sanft ist jetzt schon deine Rumpfmuskulatur aktiviert. Atme tief ein, fühl die Länge in deiner Wirbelsäule. Atme aus, aktivier Becken, Boden und Bauch. Atme nochmal tief ein und fühl deine Lungen vollständig an. Schließ gern die Augen dabei, versuch wirklich zu entspannen. Öffne den Mund und atme alles wieder aus. Lass dein Becken noch ein bisschen schwerer in den Ball sinken. Versuch die Hüftbeugemuskulatur so richtig schön entspannt zu halten. Den Kopf schwer in die Matte zu sinken lassen, die Schultern ebenso. Atme einmal noch tief ein. Halte die Luft kurz an, wenn du voll bist. Und dann öffne den Mund, atme alles wieder aus. Geh mit mir gemeinsam jetzt in die Pilatesatmung über. Schick die Luft vorrangig in den unteren Teil deines Brustkorbs. Die Rippenbögen führen ein bisschen auseinander. Die seitlichen unteren Rippen weiten sich. Und ausatmend wieder lange, schmale Teile. Bauchdecke sinkt, Beckenboden sanft aktiviert. Einatmend weiter in den unteren Brustkorb und ausatmend wieder ganz, ganz gut dein Korsett um deine Mitte legen. Nochmal einatmend weiter, ausatmend lange, schmale Taille und jetzt beginnen wir langsam unser Becken über den Ball zu rollen. Ausatmend, Schambein Richtung Nasenspitze. Lass noch das ganze Gewicht des Beckens im Ball. Du lässt dich vom Ball führen. Einatmen, kleine Gegenbewegung. Mehrmals längs über dein Kreuzbein rollen, ohne groß noch irgendwelche Muskulatur, außer der zu aktivieren, die du für deine Atmung brauchst. Aber jetzt geht es in allererster Linie darum, die Wirbelsäule mal im unteren Bereich ein bisschen aufzuwärmen und einfach mal loszulassen, dein Becken. Hüftbeugemuskulatur ganz, ganz weich werden lassen. Und dann find wieder die neutrale Ausgangsposition. Sanfter Twist jetzt, rechtes Knie zieht im Raum ein bisschen vor und du rollst quer über deinen Ball. Wieder zurück zur Mitte, links zieht im Raum vor, auch hier. Versuch dein Becken wirklich noch schwer sein zu lassen. Viermal noch auf jede Seite. Genieß diese geführte Bewegung. Genieß, dass du mal jetzt noch nichts steuern musst, sondern dich tragen lassen kannst. Vom Untergrund, vom Ball. Ein letztes Mal, rechte Hüfte kommt hoch, rollt wieder über die Mitte und linke Hüfte kommt hoch. Und dann kreise mit deinem Kreuzbein am Ball, ganz große, ausladende Kreise. Noch zwei in diese Richtung. Dein Atem bestimmt das Tempo deiner Bewegung, lass dich nicht hetzen. Versuch nur die Oberschenkel möglichst parallel zueinander zu halten. Wir ändern die Bewegungsrichtung. Und 3. Und 4. Positionier nochmal deinen Rumpf
Finde die neutrale Wirbelsäulenposition, tendenziell Rippenbögen ein bisschen zueinander. Achte darauf, dass der Nacken frei ist, das Gewicht wirklich auf den Schultern ist. Zieh die Oberarmköpfe noch ein klein bisschen in Richtung Matte zurück. Einatmend Länge in die Wirbelsäule, ausatmend rechts kommt den Tabletop, links kommt dazu. Wir tippen mit den Zehen abwechselnd Richtung Boden, ganz langsam die ersten vier und steigern dann das Tempo. Einatmend Länge, ausatmend, aktiviert Beckenboden und Bauch, dann erst beginnen die rechten Zehen ganz langsam im Zeitlupentempo Richtung Matte zu tippen und ebenso langsam kommen sie wieder hoch. Das gleiche links, ganz langsam, und du versuchst dabei die Balance so gut du kannst auf deinem Ball zu halten. Und rechts, steuere die Bewegung aus der Hüfte, aktiviere Beckenboden und Bauch, denk hintere Oberschenkelmuskulatur, das hilft sehr, speziell dabei, das Bein nicht allzu schnell fallen zu lassen. Kannst du dir vorstellen, du bist eine Marionette und ein Faden an deinem Knie zieht das Bein mal hoch und dann lässt das Bein wieder runter. Und dann hole ich mein Bein wieder hoch, ein letztes Mal so langsam rechts. Und ein letztes Mal ganz langsam links. Bauch bleibt immer gut drinnen, Wirbelsäule neutral. Wir steigern das Tempo und tipp rechts, hoch, rechts und links. Noch 10 und 9 und 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Beide Beine Tabletop, Füße flex, einatmen Länge, ausatmen, schieb die Ferse ein Stückchen weg von dir, hol die Knie wieder heran und schieb. Du kannst vollständig strecken, du kannst auch nur ein Stückchen rausgehen. Wenn du vollständig streckst, zieh die Kniescheibe heran an dein Becken. Noch 7. Und gerne auch die Knie und die Fersen zusammenbringen oder vielleicht sogar ein bisschen zusammenpressen. 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Beide Beine Tabletop, Oberschenkel nah an den Oberkörper, roll ein kleines Stückchen hoch auf deinen Ball und zieh die Sitzbeinhöcker Richtung Decke, heb vielleicht ganz leicht vom Ball ab, lass die Fersen nah am Gesäß, führe deine Wirbelsäule in ein geführtes, kontrolliertes Hohlkreuz, Bauchnabel bleibt innen, Zehen tippen Richtung Boden und wieder Oberschenkel nah ans Gesäß, Fersen bleiben die ganze Zeit nah am Gesäß, verzeihen Oberschenkel Richtung Oberkörper natürlich. Und hoch und zurück, Knie zur Brust und zurück, wir machen noch 4. Knie zur Brust und 3, Sitzbeinhöcker ziehen ganz hoch. Du kannst dir auch vorstellen, die Muskulatur, die die beiden Kanten deiner Hüfte verbindet, also die vorderen Darmkantenstrahlen, die ziehen zueinander, die Beckenbodenmuskulatur ist aktiv. Ein letztes Mal und dann find wieder deine neutrale Wirbelsäulenposition. Bring die Beine in den Tabletop, öffne die Kniehüftbreite und jetzt lass die Knie weit auseinanderziehen, ohne dass du in den Hohlkreuz fällst, und ausatmen, press die Knie gegeneinander, press einmal ganz fest gegeneinander, dann wieder weit auseinander, führ sie zusammen und schieb die Knie gegeneinander, auseinander und fest zusammen und ganz fest zusammendrücken dazwischen. Gesäß ist aktiv, Beckenboden ist aktiv, Rumpf ganz neutral. Noch 4 und 3 und 2 und ein letzter. Streck beide Beine hoch Richtung Decke, öffne sie ein kleines Stückchen, kreise deine Sprunggelenke. Achte bei dieser Übung darauf, dass du nicht in einen Rundrücken fällst. Ändere die Bewegungsrichtung.
wechseln, Flex Point, dehn die Rückseite deiner Wade, aktiviere die Sprunggelenke, noch 5, 4, 3, 2 und 1. Bring die Fersen aneinander und mit gestreckten Beinen ein kleines Stückchen vorziehen. Rumpf bleibt ganz neutral und hoch. Also wie beim Double Straight Leg Stretch, nur nicht allzu weit gehen. Und hoch. Je fester du die Fersen aneinander presst, umso mehr hast du auch von der Arbeit der Adduktoren her davon und umso leichter fällt es dir, die Stabilität im Rumpf zu wahren. Noch 5. 5 und 4 und 3 und 2. Der letzte. Beide Beine Tabletop. Wir kommen jetzt in den Delfin, das heißt, wir tippen mit beiden Zehen ein kleines Stückchen in Richtung Boden. Übertreib's am Anfang noch nicht. Ausatmen, als ob du Wasser wegspritzen willst, streck die Beine, lass den Bauch eingezogen, lass die Beine wieder hochkommen. Und beugen, tippen, schubs und hoch. Und 3. Und 4. Ganz aktive Gesäßmuskulatur. 5. 6. Noch 4. Und spritz weg. Und noch 2. Ein letzter. Beide Beine Richtung Decke. Rechts zieht heran, links zieht vor. Scherenbewegungen. Du kannst den rechten Fuß in Flex bringen, dann hast du deutlich mehr, wenn das Bein das heranzieht immer, dann hast du noch mehr vom Stretch. Und ein Bein zieht heran, in diesem Fall das rechte, das linke zieht weg. Wir wechseln ganz kontrolliert und rechts zieht vor links heran und wechsel und wechsel. Auch hier wieder versuch die Bauchspannung zu erhalten und versuch deine Wirbelsäulenposition nicht zu verändern. Jedes Bein noch 3-mal. Letztes Mal. Beide Beine Richtung Decke. Finde wieder neutrale Wirbelsäulenposition. Öffne die Beine circa schulterbreit und dann beginn mal mit nicht allzu großen Kreisen. Zunächst wirklich nur kleine Kreise. Es geht in erster Linie darum, den Auflagepunkt am Ball zu erhalten, den Rumpf ein bisschen zu aktivieren und die Balance zu halten. Du kannst die Kreise selbstverständlich dann so groß machen, wie du möchtest. Aber schau, dass du auf deinem Bein nicht herumkullerst. Noch 3. Noch 2. Ein letzter. Wir ändern die Kreisbewegung. Beginnen wieder mit kleinen Kreisen. Kreise klein zunächst. Führ die Bewegung aus der Hüfte. Die Beine sind gestreckt, soweit möglich. Lass die Kreise dann langsam, langsam größer werden. Soweit, dass du das Gefühl hast, ich kann es noch wirklich gut steuern. Wir machen noch 4. Und 3 und 2 und einen letzten. Und jetzt verbinden wir diese beiden Bewegungen für die Windmühle. Windmühle ist eine Scherenbewegung, zweite Scherenbewegung und über Halbkreise nach außen ändern wir die Beinposition. Fang mal an, zieh mal das rechte Bein heran, streck das linke Bein weg und wir starten gemeinsam los in Schere, Schere, rundherum. Schere, Schere, rundherum. Und auch hier wieder. Es geht darum, die Wirbelsäule neutral zu halten, Bewegung aus der Hüfte zu führen, den Auflagepunkt zu erhalten. Also möglichst wenig Gewackel am Ball. Dann hast du am allermeisten von der Übung noch 3. Noch 2. Letzter. Beide Beine strecken Richtung Decke, Füße in Flex, für die Beine eine große Grätsche. Auch hier wieder kein Rundrücken und schließ gegen einen vermeintlichen Widerstand. Öffne und schließ.
öffne und schließe. Du kannst so weit nach vorne gehen mit deinen Beinen, wie du möchtest. Noch 5 und 4. Schließ. 3. 2. Ganz kraftvoll schließen. Letzter. Und dann schüttel deine Beine kräftig aus. Stell den rechten Fuß ab. Stell den linken Fuß ab. Roll genüsslich hoch in deine erste Schulterbrücke. Entferne den Ball. Roll Wirbel für Wirbel zurück zum Boden. Positioniere den Ball jetzt zwischen deinen Schulterblättern. Mach ein Schlüsselchen aus deinen Händen. Positioniere den Zeigefinger genau am Ende des harten Teils deines Schädelknochens. Dort, wo die Muskulatur, die für die Kopfstellposition verantwortlich ist, anfängt. Ellenbogen weit, Schulterblätter weg von den Ohren in Richtung Hosentasche schicken. Und ausatmen, curl it up. Reine Bewegung aus der Brustwirbelsäule. Lass dich zunächst noch vom Ball führen. Einatmen, streck in der Brustwirbelsäule aus dem Ball. Auch hier vertrau deinen Oberkörper den Ball an. Und lange Nacken beim Hochkommen, Kinn gegen Kehlkopf und curl it up. So wenig Bewegung im Lendenwirbelbereich wie möglich. Hundertprozentig wirst du es nicht vermeiden können, aber stell dir vor, du hast einen schweren Rexgummi gespannt zwischen deiner Brustbeinspitze und dem Schambein und der möchte eigentlich nicht groß gedehnt werden oder lässt sich nicht großartig dehnen. Also die Bewegung findet im oberen Bereich der Wirbelsäule der Taille aufwärts statt. Noch 4. Streck. Lange Nacken, Kinn gegen Kehlkopf. Stütz deinen Kopf. Schieb den Kopf gegen die Hände, damit der Nacken wirklich entspannen kann. Wir wollen jetzt eher mobilisieren im Brustwirbelsäulenbereich arbeiten und auf keinen Fall verspannte Schultern oder verspannten Nacken produzieren. Ein letztes Mal. Roll hoch. Wenn du jetzt hochgerollt bist, stell dir wieder vor, Kopf schiebt in die Hände und dein oberer Rücken schiebt den Ball weg. Fühl, wie hier um die Mitte noch zusätzlich Kraft reinkommt. Und dann streck dich wieder über deinen Ball und versuch mit dem hinteren oberen Rücken den Ball heranzuziehen, noch ein klein bisschen mehr Richtung Kreuzbein. Komm wieder hoch und schieb deinen Ball weg von dir. Und streck dich, zieh ihn heran. Noch 4. Hoch und ganz aktiv den Ball wegschicken. Und streck dich, zieh heran, Ellbogen weit. Und hoch. Und streck. Letzter. Hoch. Ganz, ganz, ganz aktiv Ball wegschupfen. Und zieh heran. Und dann komm einmal noch hoch. Löse die Arme. Und wipp mit Schultern weg von den Ohren, 10-mal ein klein bisschen höher. Fühlst dich immer wieder auf den Ball und versuchst noch ein bisschen höher zu kommen, rein aus der Brustwirbelsäule heraus. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stütz dich ab, entferne den Ball, roll Wirbel für Wirbel zum Boden, klemm den Ball zwischen deinen Oberschenkeln ein. Die Arme in einer Kaktusposition, Schultern weg von den Ohren. Presst deinen Ball, roll hoch in die Schulterbrücke. Und roll wieder ab. Presst den Ball richtig schön fest. Einatmen, Länge aus, Beckenboden, Bauch aktiv. Presst den Ball, roll hoch. Und roll wieder ab. Roll hoch. Roll wieder ab. Ein letztes Mal. Roll bitte hoch. Presst den Ball. Streck die Hüfte. Komm hoch auf deine Zehen. Beide Hände zu Fäusten. Und jetzt bring die Unterarme aneinander. Und versuch die Unterarme wieder abzulegen. Und 2. Und 3. Hüfte bleibt gestreckt. Ball bleibt gepresst. Du bleibst auf den Zehen. Du fühlst den Großzehenball richtig gut in der Matte. Schambein zieht leicht Richtung Nasenspitze. Wir machen noch 4, 3 und 2 und 1. Leg die Hände wieder ab in deiner Kaktusposition. Bring die Fersen zum Boden. Roll Wirbel für Wirbel wieder ab.
Wir bringen jetzt etwas Twist in die Wirbelsäule rein, Hände bleiben wie sie sind, du presst deinen Ball ganz fest, Side to Side vom Boden weg. Ausatmen, du schickst die Knie nach links, Ball ist gepresst, Beckenboden aktiv, rechter Fuß hebt damit ab und der Kopf dreht nach rechts. Ausatmen, komm wieder zurück. Dein rechter Fuß findet die Matte, du rollst quer über den Kreuzchen weiter bei der nächsten Ausatmung, linker Fuß hebt ab, Knie bleibt über Knie, Kopf dreht nach links. Über die Mitte wieder zurück, immer schön quer das Kreuzbein rollen. Und rechts presst den Ball, Sitzbeinhöcker ziehen zueinander, Beckenboden ist richtig, richtig aktiv. Bauchnabel nach innen und oben gezogen. Und stell dir jetzt vor, auch wenn das anatomisch nicht möglich ist, stell dir vor, als würden sogar die oberen Rippen die ganze Zeit Richtung Matte ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt nach rechts twiste, möchte der obere Teil meiner Wirbelsäule, nicht nur das Schulterblatt, trotzdem so ein bisschen Richtung Matte streben. Ein letztes Mal jede Seite. Immer der Ball bleibt gepresst zwischen den Oberschenkeln. Wir machen wieder mal die Handels heute in verschiedenen Varianten. Du kannst jetzt deine Füße abgestellt am Boden lassen. Wenn du etwas mehr Herausforderung möchtest, bringst du die Beine in Tabletop-Position, bleibt dir überlassen. Die Arme ziehen zunächst hoch zur Decke, Schultern weg von den Ohren, lass die Handflächen zueinander schauen zunächst. Und bei der nächsten Ausatmung roll hoch bis zur untersten Rippe. Positioniere dich hier nochmal so richtig gut. Schieb die Schultern weg von den Ohren. Jetzt dreh vorrangig die Unterarme Richtung Boden, also dass diese leichte Außenrotation im Oberarm erhalten bleibt. Und klatsch mal zweimal fest in den Boden. Und diese Bewegung nur ohne Umklatschen führen wir jetzt 50 Mal aus. Atmen dabei auf 5 ein, auf 5 aus. Und der Ball bleibt die ganze Zeit festgepresst zwischen deinen Oberschenkeln. Und 1, 2, 3, 4, 5, aus, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aus, 2, 3, 4, 5, Bauch gut einziehen dabei, Schulterblätter weg von den Ohren, 1, 2, 3, 4, 5, aus, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kopf und Oberkörper legen wieder ab. Wenn es dir möglich ist, strecke deine Beine und positioniere den Ball zwischen den Fesseln. Wenn dir das ganz und gar nicht möglich ist, dann lass die Beine gebeugt und positioniere den Ball zwischen den Oberschenkeln. Wir arbeiten jetzt vorrangig mit den Beinen. Wer will, kann die Hände dann und die Arme in gleicher Weise wie jetzt dazu nehmen. Beine Richtung Decke gestreckt, Kopf und Oberkörper rollen hoch, Arme ziehen vor. Du kannst deine Beine absenken, soweit es dir angenehm ist. Einatmen Länge, ausatmen, nur mit den Beinen den Ball pressen. 1, 2, 3, 4, 5, aus, 2, 3, 4, 5, wer will, nimmt die Arme mit dazu. 1, 2, 3, 4, 5, aus, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aus, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aus, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, genug. Prima. Ball kurz mal entfernen. Wir machen weiter jetzt mit der Series of 5. Mit Single Leg Stretch, Double Leg Stretch. Und du kennst die weiteren drei Übungen dann noch. Nehmen den Ball dazu und wir starten los in Tabletop-Position. Kopf und Oberkörper rollen hoch. Links streckt vor, rechts zieht heran, der Ball tippt auf den linken Unterschenkel und du kannst den Unterschenkel so richtig schön in den Ball reinpressen. Wenn es möglich ist, Ellbogen ein bisschen anheben und beobachte, was deine Knie so machen. Die wollen möglichst nicht ausweichen, sondern die Beine bewegen sich wie auf Schienen parallel zueinander. Wir starten los. Nacken frei bitte. Denk dran, dass deine Christbaumkugel zwischen Kinn und Kehlkopf eingeklemmt, die willst du nicht zerbrechen. Wir wechseln. Links ein, aus und aus und aus und aus. 4, 5, 6, 7 und 8 und kleine Pause. Kopf und Oberkörper liegen ab.
Du kannst Kopf und Oberkörper abgelegt lassen oder du rollst wieder hoch für Double Leg Stretch. In jedem Fall finde einmal die Position deiner Wirbelsäule, neutraler Bogen oder aufgerollt mit etwas Lendenlordose. Und aus dieser Position raus streckst du Arme und Beine, sodass Finger und Zehen in etwa in einer Höhe landen. Einatmen, streck und hoch. Streck und zusammen. 3, Bauch bleibt drinnen. 4, du kannst auch den Ball sanft pressen. 6, und nur mehr 2. Und 8, prima. Zieh die Knie heran, roll gerne ein bisschen auf deinen unteren Rücken hin und her in dieser kurzen Entspannungszeit dazwischen. Und atme aus. Beide Beine Richtung Decke. Für die Scissors. Neutrale Wirbelsäule, auch hier wieder. Kopf kann abgelegt bleiben oder Kopf und Oberkörper rollen hoch, halten den Ball ganz fest, die Beine werden möglichst dagegen tippen. Links tipp vor, rechts tipp gegen den Ball. Tipp, 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 tipp. 3, 4, ganz schön gestreckte Beine. 5, 6, nur mehr 2. Alles wieder ein. Double Straight Leg Stretch, ohne Ball. Zeigefinger, Daumen zueinander und unter deinen Becken. Machen wir es heute wieder mal ganz genau. Schultern weg von den Ohren, Ellenbogen bei. Achte auf die gleichmäßige Belastung deines Körpergewichts, die du auf Zeigefinger und Daumen jeweils spürst und kontrolliere damit, dass sich dein Becken nach wie vor in Neutralposition befindet und du gute Bauchspannung aufgebaut hast. Beide Beine Tabletop oder zur Decke gestreckt, wie immer du willst. Knie fest zusammen, Fersen fest zusammen. Einatmen, Länge, und wir machen es heute. Ausatmen, zieh vor, lass den Bauch fest eingezogen, komm wieder hoch, falte in der Hüfte. Du fühlst sehr schön, was dein Becken so macht. Bitte geh nur so weit, wie du merkst, dass auch am Daumen noch ausreichend Belastung ist. Meist gibt man in ein leichtes Hohlkreuz. 4. 5, 6, 7 und schon der letzte, der allerletzte. Und Füße abstellen und entfernen in der Mitte wieder den Ball zur Hand für Criss-Cross. Schulter weg von den Ohren, halt den Ball gut fest, beide Arme sind und bleiben gestreckt während der Übung. Das ist eine ganz gute Kontrolle auch, dass du wirklich aus der Wirbelsäule rotierst und nicht die Schulter letztendlich verschiebst. Beide Beine Tabletop. Du kannst die Knie zusammenbringen oder Hüftbreit lassen. Wir machen keine Beinbewegungen dazu. Kopf und Oberkörper rollen hoch. Der Ball ist jetzt über deinen Knien. Der Winkel in der Schulter ändert sich nicht mehr. Und du ziehst den Ball links vorbei, rechte Rippen ziehen Richtung linke Hüfte, über die Mitte und rechts. Und links, über die Mitte, rechts. Und links und rechts. Schulter weg von den Ohren, Arme gestreckt. Oh, rechts. Wenn du den Winkel nicht ändern musst, ist es ein gutes Indiz dafür, dass du wirklich noch in gleicher Höhe bist. Wenn es allzu anstrengend wird, dann lass halt die Arme ein bisschen höher rauf. Und noch 3, 2, allerletzter, gratuliere. Und komm zurück. Klemm den Ball zwischen deinen Fesseln ein. Wir starten mit 2 Assisted Roll-Ups und kommen dann in die Full Roll-Ups mit dem Ball zwischen den Fesseln. Wir haben ihn nur jetzt schon drinnen. Ellbogen weit, Schultern weg von den Ohren. Einatmen, Länge, ausatmen. Langer Nacken, Kinn gegen Kehlkopf. Dann schiebe ich nochmal ganz bewusst die Schultern weg von den Ohren. Und bei der nächsten Ausatmung löse fast widerwillig einen Wirbel nach dem anderen von der Matte. Komm hoch in deine Assisted Roll-Up. Schmieg in aller Ruhe den Oberkörper zunächst an die Oberschenkel. Zieh dich ganz lang. Und dann roll genüsslich wieder über dein Kreuzbein ab. Becken kippt nach hinten, Sitzbein höcker, ziehen in Richtung Fersen. Dein
Becken lebt ab, jetzt werden die Beine sich langsam unter die Füße in Bewegung setzen müssen. Und du kommst hoch. Einmal noch ganz langsam so. Einatmen, Länge gegen den Kehlkopf und bei der Ausatmung hoch langsam. Ganz, ganz, ganz rund, Brustbein, Schambein, möchten starke Verbindung eingehen. Und zieh dich hoch. Und roll wieder ab. Du kannst bei dieser Variante bleiben. Du kannst die Beine grundsätzlich als einfach zusätzlichen, angenehmen, in diesem Fall und hilfreichen Hebel mitnehmen. Du kannst die Füße am Boden abstellen. Mit gebeugten Beinen ist es grundsätzlich schwerer. Ich weiß, dass manche von euch es trotzdem lieber haben, jederzeit möglich. Oder du streckst die Beine lang aus. Wenn du die Beine lang ausstreckst, dann presst den Ball so richtig schön fest. Und schieb die Fersen weg von dir. Zieh die Knie noch ein bisschen zusammen, aktiviere deine Adduktoren. Hüfte gestreckt, neutrale Wirbelsäulenposition. Einatmen, zieh die Arme lang nach hinten. Ausatmen, zunächst Arme hoch zur Decke, Schultern weg von der Uhr. Bei der nächsten Einatmung Kopf und Oberkörper hochkommen lassen. Und wir rollen einmal ganz, ganz, ganz langsam gemeinsam auf in einen ersten Spine Stretch. Schieb die Rippen weg von den Oberschenkeln. Vergrößere hier die Distanz, ob das Gefühl da noch ein Ball, über den du dich drüber beugst. Richte dich wieder auf und beim Abrollen auch wieder die Fersen ziehen weg. Du presst deinen Ball und rollst Wirbel für Wirbel wieder ab. Einatmen, Arme zurück, Arme hoch zur Decke und bei der Ausatmung roll hoch, mach dich rund, denk an diese Verbindung Brustbein, Schambein, zieh vor, bau dich auf und langsam wieder abrollen, während die Fersen wegziehen von dir. Arme nach hinten, denk wieder an Rippen, möchten gerne in die Matte rein. Hoch. Das ist wirklich gerade bei den Roll-Ups, um die Bewegung zu initiieren, findet eine gute Ausgangsposition. Ihr habt schon eine ganz, ganz andere Körperspannung von Anfang an dabei. Also wenn ich jetzt meine Arme nach hinten ziehe und merke, ich bin abgehoben, bringe ich bewusst nochmal meinen ganzen Brustkorb in die Matte, ziehe die Arme hoch und aus der Position kann ich ganz anders schon Körperspannung aufbauen, Schultern weg von den Ohren, Achseln ziehen in Richtung Becken und ich komme hoch. Und richtig wieder auf. Noch drei. Roll it up. Roll it down in dem Fall, Entschuldigung. Arme nach hinten, Arme zur Decke. Und drei. Zieh vor. Bau auf. Roll ab. Nach hinten. Zwei, vorletzter. Presst deinen Ball. Ihr seht an meiner Matte, ein bisschen rutscht man immer zurück. Aber je weniger, desto besser. Also schieb die Fersen weg von dir, weg von dir, weg von dir, weg von dir, weg von dir. Allerletzter. Roll hoch, Achseln Richtung Becken. Hilft auch ganz, ganz stark dabei. Und komm in deinen Spine Stretch. Wenn du kannst, fass deine Zehen, sonst fass deine Unterschenkel. Versuch den Spine Stretch noch zu verstärken, dich ganz rund zu machen, als ob du einen riesengroßen Katzenbubi jetzt machen möchtest. Und dann zieh dein Brustbein vor, fühl, wie die Sitzbeinhöcker auseinandergehen, kipp dein Becken und versuch in einen schönen Hamstring Stretch zu kommen. Das heißt, ob du einen Pferderücken machen möchtest. Wieder großer Katzenbuckel, breiter Pferderücken. Und rund, saug den Bauch rein, lass dein Becken aufrecht und zieh dich vor. Noch zwei, ganz rund. Zieh dich vor, rund, zieh dich vor und dann beug die Knie so weit wie für dich erforderlich und fall in eine Vorbeuge. Sollte dein unterer Rücken sehr empfindlich sein, beug die Knie bitte so weit, dass du den Oberkörper auf den Oberschenkel ablegst. Wir bleiben noch für zwei lange Atemzüge hier. Und dann baue dich Wirbel für Wirbel auf. Positioniere den Ball bitte nochmal zwischen deinen Fesseln. Und roll Wirbel für Wirbel auf.
Rollover, Preparation bzw. Rollover, heute mit dem Ball wieder. Beug ruhig jetzt mal die Knie, bring die Knie über die Hüfte, streck dann die Beine. Ball gut eingeklemmt zwischen den Fesseln. Pressing. Du kannst auch in eine Außenrotation kommen deiner Beine, wenn dir das angenehmer ist. Bei der nächsten Einatmung, press den Ball, bei der Ausatmung, roll über dein Kreuzbein nach hinten, Rundung im unteren Rücken, Zehen und Sitzbeinhöcker ziehen ein Stückchen hoch zur Decke, ganz kleines bisschen nur und roll wieder ab. Es wird nicht viel sein, ich gebe mal die Arme weg, es ist eine kleine Bewegung, aber ich möchte, dass sie wirklich aus der Wirbelsäule kommt und ohne Schwung passiert. Und wenn du gar nicht hochkommst und nur die Muskulatur aktiviert spürst, ist das genauso gut. Noch 4 und 3 und 2 und 1. Entweder du bleibst bei dieser Übung oder du machst jetzt mit mir gemeinsam heute eine kleine Variation der Rollovers. Die Standard-Rollovers zeige ich jetzt einmal vor, dann zeige ich dir die Variation, die du machst und du entscheidest, für welche dieser 3 Varianten du dich dann heute erwärmen kannst. Schultern weg von den Ohren. Standardmäßiges Rollover, press deinen Ball, ausatmen, Zehen ziehen zur Decke, genau diese Initialbewegung, die wir jetzt geübt haben. Und dann roll Wirbel für Wirbel für Wirbel zurück, lange Teile, Sitzbeinhöcker ziehen Richtung Decke, schau nicht links, schau nicht rechts, halte die Länge hier, ganz wichtig. Ausatmen mit gestreckten oder gerne auch gebeugten Beinen, um es ein bisschen leichter zu machen. Roll Wirbel für Wirbel wieder ab, reine Bewegung aus der Wirbelsäule. Und finde deine Ausgangsposition. Also nochmal, wichtig ist mir, das Gewicht lastet auf den Schultern und bitte nicht am Nacken. Geh nicht so weit, dass du spürst, der Nacken ist belastet. Schau nicht links, schau nicht rechts. Und entscheide, ob du die Beine beugst oder streckst. Und halte die Länge in der Taille, keine Kompression hier. Die Variante, die ich gerne heute mit euch machen möchte, schaut dann so aus. Ausatmen, komm in dein Rollover. Wenn es dein Körper erlaubt und dir angenehm ist, tipp mit den Zehen Richtung Boden, ohne einzusinken, komm wieder in parallele Beinposition, beug dann die Beine in Knie, wir rollen mit leichterer Variante jetzt ab. Und dann fügen wir den Delfin hinzu, den wir heute schon hatten. Tipp mit den Zehen Richtung Matte, streck die Beine, komm wieder hoch. Also nochmal, roll it over. Einziges, was dazu kommt, ist ein zusätzlicher Stretch. Mit den Zehen Richtung Boden, komm wieder hoch, beugen Knie, roll ab, zieh mit den Zehen Richtung Boden, Delfin und komm hoch. Wofür immer du dich jetzt entscheidest, ich zeige dir die Variante vor, 4-mal und du bleibst entweder bei der Preparation oder den Standard Rollovers oder machst die mit. Langsam ausführen, ohne Schwung. Schultern weg von den Ohren, einatmen, Länge, ausatmen, roll it over, Wirbel für Wirbel. Wenn du hinten gelandet bist, einatmen, Zehen Richtung Boden, ausatmen, Beine wieder hoch, neutrale Position finden, beug die Knie bei der Einatmung, bei der Ausatmung, roll Wirbel für Wirbel ab, ganz langsam, ganz genüsslich, möglichst die Schultern am Boden lassen und dann tipp mit den Zehen Richtung Boden, bei der nächsten Ausatmung, streck die Beine, komm wieder hoch. 3-mal noch, ausatmen, roll it over. Einatmen, Zehen Richtung Boden, Po Richtung Decke, Beine wieder in neutrale Position, einatmen, beugen, ausatmen, abrollen, einatmen, Tipp Richtung Boden, ausatmen, streck und komm wieder hoch, noch 2, einatmen, Länge, ausatmen, roll it over, einatmen, Zehen zum Boden, ausatmen, wieder hoch. Beugen Knie bei der Einatmung. Ausatmen, roll Wirbel für Wirbel ab. Einatmen, tipp Richtung Boden. Ausatmen, streck, komm hoch. Atmung, sage ich einmal, ist immer dann, wenn es anstrengend wird, besser ist auszuatmen. Ist kein absolutes Muss. Letztes Mal, einatmen, Länge. Ausatmen, roll it over. Einatmen, tipp mit den Zehen Richtung Boden. Ausatmen, komm zurück. Einatmen, beugen, jetzt ganz langsam und genüsslich. Bei der letzten langen Ausatmung. Vor nochmal.
Tipp mit den Zehen Richtung Boden bei der Einatmung und ausatmen, streck lang, komm hoch, entferne den Ball und streck dich mal ganz, ganz lang. Zieh die rechte Seite auseinander, rechte Ferse, rechte Hand, schieb mal auseinander und löse. Das gleiche links, linke Ferse, linke Hand, ziehen auseinander und löse. Beide Seiten, die Ferse schieben in eine Richtung, die Hände in die andere Richtung. Du wirst so lang, wie du kannst und dann löse wieder. Bring die Arme in eine angenehme Position für einen Twist jetzt, entweder Kaktus oder lang ausgestreckt mit den Handflächen zum Boden. Stell zunächst die Füße übermattenbreit auf und dann lass mal ganz locker die Knie nach links fallen. Und komm über die Mitte zurück, die Knie nach rechts fallen, Scheibenwischer. Du weißt, je näher die Fersen Richtung Gesäß sind, je mehr die Hüfte streckst, desto mehr Dehnung erfährst du im Oberschenkelmuskel vorne. Und wenn du jetzt keine großartige Dehnung hier liebst, genieß diesen ganz sanften Twist. Wir gehen dann gleich in einen etwas stärkeren Twist noch. Und letztes Mal in die Seite. Und komm zurück. Wir machen heute wieder mal Book Opening. Das heißt, die Knie sind übereinander, du kommst in die Seitenlage. Eine Hand liegt über der anderen. Teile weg vom Boden, neutrale Wirbelsäule, eine Linie zwischen Kopf, zwischen Schultern und zwischen Becken. Du kannst, musst aber nicht die Fersen auch in die gleiche Position bringen, kannst sie auch weiter vorne lassen. Einatmen. Schieb die Finger der rechten Hand noch ein bisschen weiter raus, zieh die Hand hoch zur Decke, der Blick folgt dem Daumen. Wenn der Arm 90 Grad zum Boden steht, dann reine Bewegung aus der Wirbelsäule. Soweit deine Wirbelsäule das jetzt erlaubt bei diesem ersten Twist. Wenn du möchtest, kannst du dann noch den Arm Richtung Boden absinken lassen. Darauf kommt es aber jetzt gar nicht an. Es soll wirklich der Twist aus der Wirbelsäule werden. Und dann wieder zurück in die Ausgangsposition. Und Arm senkt ab. Also es geht wirklich mehr um den Wirbelsäulen-Twist, als darum, dass wir in der Schulter eine zusätzliche Dehnung erfahren. Nochmal, einatmen, zieh hoch, Blick folgt der Hand, jetzt rotier aus der Wirbelsäule, stell dir vor, wie deine Schultern auseinanderziehen, wie die Hände noch zusätzlich auseinanderziehen, wie die rechte Schulter auch Richtung Boden möchte, gleichzeitig die rechte Hüfte nach vorne strebt, wie du deinen Oberkörper verbringst wie ein Handtuch und dann finde wieder zurück und leg die Hand ab. Zweimal noch, wer will, macht jetzt mit mir gemeinsam die großen Bögen dazu. Das heißt, ich führe die Hand nicht so nach oben, sondern führe sie über meinen Kopf in einer großen Kreisbewegung. Finde mich dann in meinem Twist wieder und führe den Kreis über meine Hüfte wieder zu Ende, bis wieder Hand auf Hand liegt. Noch zwei, ganz groß auseinander, weit. Du kannst den Arm gestreckt lassen, wenn dir das der Raum ist, einfach nicht zu, sonst passe ich nicht aufs Video. Und fertig. Und dann aus dieser Position raus. Versuch mal dein rechtes Bein zu strecken. Vielleicht kannst du sogar die Zehen des rechten Beines starten. Sonst lass es dort, wo es ist, gebeugt oder gestreckt. Und dann komm einmal noch in deinen Twist. Genauso wie du es vorher hattest. Und jetzt vielleicht geht es sich aus. Wenn es sich ausgeht, dass du die Zehen, den Fuß oder was auch immer schnappst, schieb bewusst nochmal die Hüfte weg. Und genieß diesen zusätzlichen Stretch in der Beinrückseite. Und dann beug dein Bein wieder Knie auf Knie und komm ein letztes Mal zurück in deine Ausgangsposition. Auf die andere Seite rollen bitte. Ich wechsle jetzt nur die Seite, damit ihr mich besser seht. Richte vor allem jetzt deine Wirbelsäulenposition wieder angenehm ein. Und dann zieh die linke Hand hoch zur Decke, Blick folgt dem Daumen und du rotierst nach links. Lass dir Zeit, es kann sein, dass die Seiten sich vollkommen unterschiedlich anfühlen. Wenn du möchtest, kannst du deinen Arm zu Boden führen, ist aber kein Muss.
Und dann in jedem Fall über die Schulter in Neutralposition bringen. Dann rotier zurück. Und dann senk dein linker Arm auf den rechten wieder ab. Einmal noch so. Linker Arm zieht hoch. Und jetzt rotier aus deiner Wirbelsäule, als ob die linke Schulter Richtung Boden möchte. Das linke Knie schiebt vor. Und finde wieder zurück. Das Ganze verbunden mit großen Armbögen. Zieh den Arm lang nach hinten. Kreise ihn. Vollende dann den Kreis über deine Hüfte, bis sich die Hände wieder treffen. Einmal noch. Weit hinaus und hinüber. Komm über die Hüfte zurück und lass die Hände einander wieder treffen. Jetzt streck das obere, also das linke Bein jetzt. Schau mal, wie weit du es vorbringen kannst und willst. Eventuell schnapp dir die Zehe oder lass es sonst dort, wo immer es ist, sodass du einen schönen Stretch durchs Gesäß erlebst. Achte darauf, dass du in der Taille nicht einziehst, dass die neutrale Wirbelsäulenposition erhalten bleibt. Und dann einmal noch, zieh hoch, komm in deinen Twist, schieb die linke Hüfte weg, versuch die Rückseite des linken Brustkorbs noch ein bisschen mehr den Boden anzunähern. Ein langer Atemzug. Und dann find auch hier wieder zurück in deine Ausgangsposition, bring Knie über Knie und komm nochmal zurück in die Rückenlage. Knie zusammen, Fersen zusammen, neutrale Ausgangsposition, mach noch ein bisschen was für den Po und die Hüftöffnung, lass die Knie auseinanderfallen, press die Fußaußenkanten ganz, ganz, ganz fest aneinander, wenn du kannst, press auch die Großzehenbeine fest aneinander. Und bei der nächsten Ausatmung, heb dein Becken an, du brauchst jetzt nicht mal rollen, streck die Hüfte. Hier im Hüftbereich sollst du eine deutliche Dehnung erfahren, Gesäß ist aktiv. Senk wieder ab bis knapp über den Boden, leg nicht ab und hoch und hoch und press die Füße aneinander und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. Bleib oben. Roll dein Schambein noch ein bisschen mehr in Richtung Nasenspitze ein. Leg die Arme in leichter V-Position Richtung Boden ab und jetzt linkes Knie zieht Richtung Boden. Wir fügen einen sanften Twist hinzu. Komm über die Mitte wieder zurück, deine Bauchkraft steuert die Bewegung, Hüfte bleibt gestreckt. Rechts Richtung Boden, muss nicht bis zum Boden kommen. Und links, versuch, dass die Fußaußenkanten aufeinander kleben bleiben. Auch hier kann selbstverständlich ein Fuß leicht abheben, die Füße picken zusammen. Gesäß ist ganz aktiv. Ganz, ganz, ganz viel Bauchspannung reinbringen, Hohlkreuz vermeiden. Jede Seite noch zweimal. Letztes Mal. Komm in Ausgangsposition, schieb deine Hüfte nochmal höher und dann roll langsam wieder ab. Stell die Beine übermattenbreit auf, lass die Knie jetzt zusammenfallen und atme einfach mal tief durch. Rechtes Bein Tabletop, linkes Bein Tabletop. Schnapp dir nochmal die Oberschenkel, Ellenbogen weit. Ausatmen, roll hoch in deinen Curl Up. Und wir machen jetzt die Teaser Preparation. Bei der nächsten Ausatmung rollst du wie bei den Assisted Roll Ups hoch, nur streckst du die Beine nach vorne aus, anstatt die Zehen Richtung Boden zu führen. Ausatmen, komm hoch und jetzt schieb deine Beine im Raum vor. Vielleicht kannst du sie ganz strecken, vielleicht auch nur zum Teil. Und bei der nächsten Ausatmung bewusst langsam wieder dieses Abrollen machen. Ganz, ganz langsam, wenn die Beine gestreckt sind, lass sie zumindest gestreckt, beginn abzurollen, dann beug sie und komm langsam zurück. Dreimal noch, Ellenbogen weit, Kopf und Oberkörper kommen hoch, schieb die Oberschenkel gegen die Hände und zieh deine Zehen im Raum vor, streck dein Brustbein, finde dich wieder im Teaser. Langsam, langsam, langsam wieder ab. Wer möchte, lässt die Arme jetzt einfach los. Gleiche Übung. Ausatmen, Kopf und Oberkörper rollen hoch
Und wenn du weiter hochholst und der Rücken darf jetzt ruhig in die Matte, dann schieb die Zehen vor, zieh die Arme vor, dieser. Und wieder Beine einklappen, langsam, langsam abholen, zurückkommen. Allerletztes Mal. Roll it up. Und streck. Prima. Und dann bring die Füße zum Boden. Jetzt kommt was Nettes. Rolling like a ball. Nimm dir dafür deinen Ball. Klemm den Ball heute zwischen Ferse und Gesäß ein. Damit verhinderst du erstens, dass die Beine hochschnellen und zweitens baust du eine ganz nette Spannung auf schon gleich vorab. Also Fersen pressen den Ball in Richtung Gesäß. Deine Hände findest du auf den Fesseln wieder, Schultern weg von den Ohren. Mach dich rund so rund du kannst. Wir machen eine kleine Vorübung noch dazu. Becken, Boden, Bauch aktiv. Schambein zieht noch ein bisschen mehr in Richtung Nasenspitze. Brustbein, Schambein auch gut verbunden. Und jetzt einatmen, mal nur einen Millimeter zurückgehen. Nicht umkippen noch, du hältst noch die Balance. Und ein kleines bisschen vor. Kleines bisschen zurück. Jetzt zieh mal die Achsen so fest du kannst in Richtung Hüfte aus dieser Position und fühl, wie viel mehr Bauchkraft du da hast. Wieder ein bisschen vor. Einmal noch. Kleines bisschen zurück. Achsen Richtung Becken. Beckenboden ganz aktiv. Jetzt beginnen wir bei der Einatmung hinten nur bis auf die Schulterblätter zu rollen. Und du versuchst beim Hochrollen in dieser Schwebeposition zu stoppen wieder. Damit dir das gelingt, atme kräftig aus beim Hochrollen und aktiviere, wenn du dann hochkommst, ganz bewusst nochmal die untere Bauchmuskulatur, die Beckenbodenmuskulatur und versuch dich noch ein bisschen runter zu machen. Dann funktioniert es meist ganz gut. Schultern weg von den Ohren. Einatmen, roll mal bis auf die Schulterblätter aus. Ganz aktiv, bleib rund. Wenn du merkst, dass du jedes Mal hochpoppst wieder, dann gesteh dir einfach zu, dass du rund bleibst und mit den Zehen am Boden stoppst. Also es wäre besser, ich zeige es jetzt mal bewusst vor, dass du sagst, ich roll zurück und roll vor und kann vielleicht nicht bremsen, lande wieder auf den Füßen, halte aber grundsätzlich die Rundung noch, als dass du sagst, ich gehe rund zurück und bremse dann jedes Mal rein, dadurch, dass ich die Wirbelsäule aufrichte. Wir wollen wirklich diese dauernde Bauchspannung ganz, ganz stark erhalten und du wirst sehen, im Laufe der Zeit gelingt das Bremsen immer besser. Und wie ich jedes Mal dazu sage, im schlimmsten Fall hast du eine schöne Massage für die Wirbelsäule. Schultern weg von den Ohren, 6-mal. Einatmen, roll zurück, aus, hoch, bremsen. Und zurück, und hoch, bremsen. Zurück, und hoch. Zurück, und hoch. Und zurück, und ab. Allerletztes Mal, roll zurück. Und hoch, bleib hier. Entferne den Ball, Open Leg Rocker. Mit gebeugten Beinen, mit gestreckten Beinen, wie immer du willst, bleib dir überlassen. Gleiche Übung, ich zeige es einmal noch vor, falls jemand schon lange nicht mehr dabei war. Ellenbogen weit, mit gebeugten Beinen ist die Basisvariante. Ich roll zurück bis auf meine Schulterblätter, Nacken, sieh dir es frei. Ich komme wieder hoch. Und hier kann ruhig das Brustbein dann ein bisschen mit aufrichten. Aber schau, dass nicht der ganze Rücken streckt wie wild. Oder mit gestreckten Beinen das gleiche. Du bleibst rund, rollst zurück, kommst vor, bis da. Was wir bitte nicht machen, ich zeige es bewusst jetzt einmal falsch, ist, dass ihr so weit zurückrollt, dass dann irgendwann das Gewicht entweder richtig vorgibt oder das Gewicht am Kopf hat. Also man kann durchaus die Variante machen, wo die Beine fast bis zum Boden gehen, aber ich bin immer noch auf der Schulter. Wer das will, bitte lass den Nacken wirklich frei. So, wir starten los. Auch wieder 6-mal in der Variante, die euch Spaß macht. Setzt euch zunächst mal hin, wir dehnen die Beine noch ein bisschen vor und rechtes Bein streckt, point, flex, boy. Links streckt, point, flex, boy. Rechts streckt, point, flex, boy. Links streckt. Letztes Mal rechts, letztes Mal links. Und jetzt start mit deinem Open Leg Rocker. Einatmen, mach dich rund, roll bis auf die Schulterblätter aus, komm wieder hoch und rund und hoch. Stell dir mal vor, der Po möchte zur Decke. Ich strecke jetzt mal die Beine rund und hoch und rund und hoch. Letzten zwei, vielleicht auch mit geschlossenen Beinen rund
und hoch, rund und hoch. Und wo immer du dann bist in deiner Schwebeposition, versuch jetzt den einen Arm zu lösen, den zweiten Arm zu lösen und die Füße abzustellen. Sehr gut. So, wir machen jetzt mal ein paar nette Seitbeugen. Kommen dann noch in Streckungen, dann habt ihr schon fast geschafft. Z-Sitz, so für deine Hüfte möglich, sonst bitte Schneidersitz. Wenn du im Z-Sitz bist, beugen wir uns immer auf die Seite, wo sich die Füße befinden. Mach dich mal groß, Schultern weg von den Ohren. Du kannst es auch den Ball nehmen, das fühlt sich oft ganz nett an. Positionieren auf die Seite deiner Füße und lass die Hand ganz locker darauf liegen. Anderer Arm, der auf der Knieseite, zieht hoch. Du machst dich lang, solange du dich nur machen kannst. Und dann führt dein Scheitel zunächst die Bewegung und du stellst dir vor, du klebst dich von unten in einen großen Bogen, vielleicht einen Regenbogen rein, wenn du möchtest. Kann die zweite Hand am Ball mit nach außen rollen. Zieh dich lang, solange du kannst. Streck den oberen Arm. Rotieren, sodass der kleine Finger Richtung Boden, der Daumen Richtung Decke schaut. Ellbogen ist gestreckt. Und jetzt schieb deine seitlichen Rippen so hoch zur Decke, wie du kannst. Und komm langsam wieder zurück. Einmal noch, zieh dich hoch. Und wenn du ganz lang bist, führt dich dein Scheitel in die Seitbeuge. Ich finde es recht angenehm, wenn der zweite Arm einfach am Ball, oder die zweite Hand am Ball abgelegt ist. Zieh deine seitlichen Rippen hoch. Komm zurück, einmal noch. Und Länge, dann die Seitbeuge. Schieb die Rippen hoch und aus dieser Seitbeuge. Jetzt versuchst du einmal ein bisschen noch Richtung Decke zu rotieren und dann rotierst du Richtung Boden. Reine Rotation aus der Wirbelsäule. Richtung Decke, Richtung Boden. Arm braucht gar nichts tun. Richtung Decke, Richtung Boden. Letztes Mal. Richtung Decke, Richtung Boden. Und jetzt kannst du deinen Arm absenken. Löse auch die zweite Hand vom Ball. Und jetzt stütz dich nochmal so richtig, richtig gut vom Boden weg. Mach dich ganz rund. Du bist jetzt in einer Seitbeuge, einer Rotation und in einer Vorbeuge. Beide Pobacken am Boden. Langsam wieder zurück. Und auflösen. Prima. Positioniere den Ball, wenn du ihn verwenden möchtest. Jetzt schon auf der anderen Seite. Mir der Tisch. Wenn du den Tisch nicht magst, kannst du auch gleich in die Backplank kommen. Stell beide Füße vor dir auf. Für den Tisch empfehle ich immer, die Fingerspitzen nach außen schauen zu lassen. Das ist aber grundsätzlich jede andere Handposition auch möglich. Roll die Schulterblätter gut zusammen. Schultern weg von den Ohren. Brustbein zieht jetzt schon hoch zur Decke. Bitte lass den Kopf nicht fallen, sondern finde eine für dich angenehme, entweder dauerhafte Position zwischen Kinn und Kehlkopf, sodass du einen langen, neutralen Nacken hast, oder zieh deinen Nacken in eine Streckung, das heißt, die Nase zieht dann nach hinten. Aber fallen lassen tut nie gut. Einatmen, Länge, ausatmen. Becken schiebt in Richtung Knie, Becken schwebt hoch. Knie ziehen im Raum vor jetzt. Wie gesagt, Pobacke angespannt und Nacken entweder neutral oder zieh die Nase nach hinten. Zieh dein Brustbein nach oben und hinten ein bisschen. Das Kinn stützt auf jeden Fall deinen Hals und schieb dich gut raus aus der Schulter. Und wir kommen wieder zurück. In den Kehlkopf und senken ab. Zweiter Streich. Ihr ahnt es schon, das gleiche mit gestreckten Beinen. Also wir kommen in eine Backplank. Ihr könnt aber auch gerne am Tisch bleiben. Für die Backplank empfehle ich, die Fersen und die Zehen zusammenzubringen. Wieder stütz dich gut aus deiner Schulter raus. Und jetzt stell dir vor, deine Zehen möchten Richtung Boden ziehen. Einatmen, Länge zunächst und ausatmen. Zehen ziehen Richtung Boden, Scheitel zieht nach hinten, schweb hoch, halte in deiner Backplank für zwei lange Atemzüge, noch ganz aktives Gesäß, gut aus der Schulter rausstützen und sink wieder ab. Und letzte Variante, wir heben jetzt hier ein Bein, einmal rechts, einmal links aus dieser Backplank-Position. Du kannst das Ganze natürlich auch im Unterarmstütz machen, wenn du möchtest, oder in einer der beiden Vorvarianten landen. Wieder, Handposition bleibt vollkommen dir überlassen. Richte deine Schulter gut ein, einatmen Länge, ausatmen, schweb hoch. Finde deine Ausgangsposition, alles Gewicht jetzt in die linke Ferse,
und die rechten Zehen werden immer länger, bis das rechte Bein ein Stückchen hochsteckt und schon stellen wir es wieder ab. Das gleiche rechts. Rechte Ferse gut im Boden verankert, ganz, ganz schwer übernimmt das Körpergewicht. Linke Zehen werden immer länger, bis das linke Bein ein Stückchen hochsteckt. Absinkt. Und wir haben es schon. Und dann bring deine Beine auf die andere Seite. Und den Ball wieder, wenn du ihn haben möchtest, oder lass ihn auch weg. Einatmen, rechts zieht ganz, ganz lang hoch. Scheitel führt dich in deine Seitbeuge. Rechter Arm ist gestreckt. Kleiner Finger Richtung Boden, Daumen Richtung Decke, Ellenbogen gestreckt. Und die seitlichen Rippen ziehen hoch. Wenn du möchtest, kann die linke Hand sogar bis in den Ball pressen, wenn dir das angenehm ist. Komm wieder zurück. Nochmal Einatmen, Länge. Arm zieht hoch, große Seitbeuge, ganz große Seitbeuge. Öffne die Zwischenrippenmuskulatur, genieß diese Dehnung hier. Und komm wieder zurück. Und einmal noch mit der sanften Rotation. Zieh dich lang, komm in deine Seitbeuge. Fühl beide Pobacken gut verankert und rotier ein kleines bisschen mehr nach oben, ein kleines bisschen nach unten. Ein kleines bisschen nach oben und nach unten. Noch ein klein bisschen nach oben, klein bisschen nach unten. Und jetzt geh weiter in deiner Rotation. Bring die Hand auf die Matte, wenn es dein Körper zulässt. Bring die zweite Hand auf die Matte und schieb dich nochmal so richtig von der Matte weg. Becken bleibt aufrecht, gute Rundung durch die ganze Wirbelsäule. Schultern nochmal weg von den Ohren, die krabbeln immer gern hoch. Und dann löst die Bewegung wieder auf. Oh, komm zurück. Zieh die Schultern hoch. Schulterblätter zueinander, lass sie fallen. Und dann kommen wir gemeinsam in die Bauchlage. Die Zehen sind lang ausgestreckt. Beine empfehle ich hüftbreit auseinander zu bringen. Alle Zehen fest in der Matte. Kniescheibe darf abheben. Schambein und Darmbeinstachel fühlst du gut in der Matte. Gib deinem Becken so einen Mini-Tilt noch nach hinten und dein Schambein zieht vor, damit noch ein bisschen mehr in Richtung Brustbein. Ihr seht, es ist ganz sanft angespannt und heute bringen wir die Hände mal mit den Handflächen nach unten auf den Boden, möglichst weit weg von den Schultern ziehen lassen. Das heißt, du wirst dich irgendwo auf Oberschenkelhöhe wiederfinden. Langer Nacken. Blick geht zunächst zum Boden, dann stellst du dir wieder vor, du stupst mit der Nase einen Pingpongball weg und ausatmen, kommst du hoch in eine Streckung deiner Brustwirbelsäule. Die Hände können vielleicht noch ein bisschen weiter zu den Zehen zurückkrabbeln und leg wieder ab. Einatmen, Länge, presst deine Hände richtig fest in den Boden und zieh dich hoch und ab. Wir machen noch zwei in dieser Weise. Hoch, Brustbein zieht vor, Zehen ziehen zurück. Die Finger wollen zu den Fersen nach hinten. Und ab und einer noch. Und hoch. Und ab. Wenn wir jetzt das nächste Mal hochkommen, löst die linke Hand und zieht kräftig zur linken Ferse. Rechte Hand bleibt noch am Boden. Einatmen, komm hoch. Links zieht zur Ferse bis in einer ganz sanften Rotation nach links und ab. Das gleiche nach rechts. Linke Hand bleibt am Boden und komm hoch. Rechte Hand zieht Richtung Ferse. Leg wieder ab. Nochmal links. Ab. Und wieder. Und runter. Mach dich ganz lang. Geschmeidige Bewegung. Ohne Reißen. Und rechts. Und noch zweimal jede Seite. Links. Und rechts. Einmal noch links. Und einmal noch rechts. Und jetzt heben beide Hände ab. Die Finger sind weit gespreizt. Die Handflächen schauen zum Boden. Rotiere die Arme noch ein bisschen mehr nach außen. Schick die Schulterblätter am Rücken nach unten. Klebt die Schulterblattinnenkanten gut an. Einatmen, Länge ausatmen, komm hoch. Die Zehen bleiben noch am Boden. Zehnmal ein, hoch, aus, ein bisschen ab.
zwei, ohne Reißen. Und drei, lass die Zehen am Boden, wir wollen im oberen Rücken arbeiten. Vier, fünf und sechs, sieben, acht, neun und zehn. Leg nochmal ab, Hände übereinander, Kopf auf den Händen. Und jetzt nur die Beine. Stell dir vor, dass deine Zehen immer länger rauswachsen und dann führen wir die ganz, ganz, ganz gut gestreckten Beine in sanfte Paddelbewegungen. Swimming Preparation, nur Beine. Kopf legt ab, Schultern weg von den Ohren. Ellbogen ziehen in Richtung Hüfte. Und einatmen, Länge, ausatmen. Stell dir vor, wie ein Bein nach dem anderen immer länger wird und ein Stückchen abhebt. Keine große Bewegung. Bauch ganz, ganz, ganz aktiv. Beine extrem gestreckt und rein aus der Hüfte, kleine Paddelbewegungen, ganz kontrolliert auf und ab. Wir machen noch 10, 9, 8, immer länger werden die Beine, immer länger werden die Zehen. 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Bring die Beine wieder zum Boden, stütz die Hände neben deiner Brust hoch. Roll hoch in eine kleine Cobra und schieb dich zurück in die Position des Kindes. Leg den Kopf auf der Matte ab. Lass die Arme lang nach vorn gestreckt. Gerade mit den Fingern mal nach links. Dehn nochmal sanft die rechte Flanke. Atme in die rechten Rippen. Komm über die Mitte wieder zurück. Finger krabbeln noch ein Stückchen weiter vor, bevor du dann mit den Händen nach rechts gehst und damit die linke Flanke nochmal dehnst. Auch hier, atme in die seitlichen linken Rippen, bring die linke Schulter noch ein bisschen näher zum Boden. Und dann fing wieder zurück in deine Mitte, spreiz die Finger und roll ganz kurz mal hoch in einen Vierfüßerstand, bring die Hände ein bisschen weiter zurück in Richtung Knie, sodass du einen ganz neutralen Vierfüßerstand hast, Schultern weg von den Ohren. Barrel Roll, das heißt, der Nabel beschreibt eine querliegende Rolle auf der Matte. Kehrseite nochmal richtig schön durchbewegen. Drei in die eine und drei in die andere Richtung. Und dann ein letzter ganz großer Katzenbuckel. Ein letzter ganz breiter Pferderücken. Setz dich zurück auf deine Knie. Roll die Schultern nochmal. Zieh sie hoch. Lass sie fallen. Dreh den Kopf nach links. Dreh den Kopf nach rechts. Dreh den Kopf nach vorne. Zieh die Arme einmal noch hoch zur Decke, twiste sanft nach links. Zieh die Arme hoch, twiste sanft nach rechts, jede Seite noch einmal hoch und links. Hoch und rechts. Und dann schüttel dich mal kurz aus und ich sage vielen herzlichen Dank. Wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich auf euch nächsten Montag. Tschüss.